Guten Tag und willkommen in unserem Unterricht heute am Dienstag. Und ich habe verschiedene Themen, nicht so viele. Das erste Thema ist, dass ich bedanke mich bei euch für eure Abgaben. Die Symbole und die Erklärung waren alle schön. Ja, man kann nur so beschreiben. Das heißt, dass jede Art eigentlich ein Teil von sich selbst ausgedruckt. Manchmal es war mehr explizit, manchmal war ein bisschen mehr, die Bedeutung war ein bisschen mehr versteckt. Aber es war sehr interessant, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich denke, dass diese Art mir gut getan, weil ich vermisse sehr den Kontakt in der Klasse, in der Schule, und deswegen so konnte ich euch unter einem anderen Point of View, unter einem anderen Licht kennenlernen, obwohl wir uns kaum kennenlernen. Ja, gut. Was wollte ich noch sagen? An diesem Zeitpunkt habt ihr auf jeden Fall alle, ich hoffe alle, bekommen eine Mail von mir mit allen Noten. Ich habe euch alle Noten, mit die ich euch gegeben habe, und dann an die Endnote zu kommen. Und das war jetzt knapp, aber war noch rechtzeitig. Ich habe alle Noten schon abgegeben. Ich habe keine Rückmeldung bekommen. Das heißt, niemand hat etwas gegen die Note, und was soll dagegen haben? Weil das erste Jahr ist immer so. Ich gebe immer Motivationsnote, sagen wir so. Ihr habt das verdient. Aber nächstes halbes Jahr und in den nächsten Jahren werde ich nicht so manchmal flexibel über einige Imperfektionen oder Sachen, die nicht so toll sind. Aber am Anfang ist alles gut, und ihr habt Gutes geleistet. Ihr seid wirklich am Anfang, müsst ihr lernen, deswegen braucht man auch ein bisschen Gas, ein bisschen Motivation. Gut, das war das zweite Thema. Dritte Thema, was machen wir heute überhaupt? Ich habe gedacht, wir fangen sofort mit dem neuen Thema an, und zwar Theorie-Thema. Dann habe ich die Idee geändert. Wir haben ein bisschen Flexibilität, und das will ich auch benutzen. Die Prüfung, die wir gemacht haben in Illustrator mit diesem Projekt Happiness Is, deckt nur einen sehr kleinen Teil von Illustrator, und deswegen möchte ich gern, dass wir überprüfen unsere Kenntnisse in Illustrator mit einem anderen Projekt, eine kleine Abgabe, die wir in einer Woche fertig machen müssen. Es ist nicht so kompliziert in der Bedeutung wie das andere, aber es ist mehr Technik, weil in Illustrator kann man verschiedene Sachen machen, kann man ein Logo machen, kann man technische Zeichnungen machen. Und heute machen wir keine richtige technische Zeichnung, obwohl das möglich ist. Wir machen aber eine Zeichnung, wo wir einige Werkzeuge benutzen können, wie zum Beispiel das wichtige Werkzeug ausrichten. Und ich werde zusätzlich an diesem Video eine andere Videotutorial machen, indem ich die Übung mache, und dann in der Briefing schreibe ich euch, was ihr zu tun habt. Deswegen schaut bitte das nächste Video, das Tutorial, das ihr auf meiner Website findet, schaut das Briefing, und das alles, bevor wir uns in der Online Campus sehen. In der Online Campus werden wir besprechen über die Frage, falls etwas in der Briefing nicht klar ist. Sonst für heute ist alles. Wir sehen uns später, und viel Spaß mit Illustrator. Bye bye.